So, wir sind live. Ein herzliches Willkommen und Hallo an alle unsere Zuschauer und auch die, die es später ansehen werden. Ja, zu unserer Abschlussveranstaltung des Aktionsmonats Jung, Engagiert und Selbstbestimmt. Wir haben uns in einer Podiumsdiskussion digital zusammengefunden und ich darf mich schon mal bei unseren vier Podiumsgästen bedanken fürs Dabeisein. Auch wenn heute wir vielleicht dran sind, die Stimmung ein bisschen aufzuheitern, nachdem Fußball Deutschland nicht so glücklich war, möchten wir uns heute gemeinsam anschauen, wie junge Menschen, vor allem auch im Sport, noch besser in die Vereinsstrukturen integriert werden können und wollen darüber diskutieren, wie sie dort auch zu, ja, echter Macht, zu echter Verantwortung und Mitgestaltung kommen können. Und ja, wer letztes Mal schon dabei war, der kennt sie bereits. Andrea Lindner ist auch heute wieder unsere Moderatorin. Und wir freuen uns sehr, dass wir sie erneut für unsere Veranstaltung gewinnen konnten und dass sie uns durch den Abend führt. Und so viel von meiner Seite. Ich wünsche allen viel Spaß. Ja, danke schön. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von mir heute Abend oder wenn Sie es später anhören, wann auch immer Sie es anhören. Ich freue mich total, heute wieder diese Podiumsdiskussion moderieren zu dürfen und ich freue mich sehr, dass Sie alle heute dabei sind bei unserem Thema Junges Engagement, eine Machtfrage. Junges Engagement ist auf jeden Fall die Zukunft der Vereine, denn ohne den Nachwuchs geht es nicht und ich glaube, da sind wir uns alle einig hier in dieser Runde. Aber wir brauchen natürlich nicht nur genügend junge Menschen, damit es weitergeht mit den Vereinen, sondern wir brauchen auch genügend junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die eine aktive Rolle im Verein übernehmen. Und dafür braucht es natürlich klar auf der einen Seite die jungen Menschen, die ihre Zeit und Energie und ihre Ideen in den Verein investieren. Aber es braucht natürlich auch Vereine, die ja quasi die Jungen mitspielen lassen, ihnen Selbstbestimmung, Verantwortung und ja auch Macht geben. Und ganz wichtig an dieser Stelle, glaube ich auch, und das vergessen, glaube ich, vielleicht die Erwachsenen, sage ich mal manchmal, dass man Kinder- und Jugendarbeit vor allem für diese jungen Menschen machen muss, aber ganz wichtig, sie auch immer mit einbeziehen muss, denn schließlich wissen die jungen Menschen am besten, was sie brauchen und wollen, weil vielleicht wollen sie gar nicht nur ein bisschen Sport mitmachen im Verein, sondern eben auch den Verein aktiv mitgestalten. Also Partizipation ist ja hier das große Stichwort. Und das ist genau unser Thema. Wir wollen heute gemeinsam darüber diskutieren, was Vereine tun können, um mehr junge Menschen zu integrieren, welche Strategien sie dafür auch brauchen und ja, wie dieser Machtausgleich auch wirklich funktionieren kann. Wir möchten aber auch darüber diskutieren, was junge Menschen wollen und brauchen und welche Strukturen und Angebote es hier auch braucht, also zum Beispiel von Verbänden oder auch von Seiten der Politik. Also ein ganz wichtiger Aspekt eben hier auch und vielleicht auch die Frage, ob sich auch die Vereinsmentalität ändern muss, damit dieses junge Engagement auch gelingen kann. All diese Themen und Fragen möchte ich heute besprechen und diskutieren mit vier wundervollen Gästinnen und Gästen. Und die darf ich Ihnen nun begrüßen. Als erstes auf unserer virtuellen Bühne herzlich willkommen an Clara Bergmüller. Sie ist Jugendleiterin und Vorständin beim DJK München. Sie ist hier auch auf jeden Fall auch schon sehr, sehr lange mit dabei, war selbst im Leistungssport aktiv, später dann auch Trainerin und seit mittlerweile 7 Jahren trainiert sie nun die Leistungssportgruppe. Wenn sie nicht gerade für den DJK aktiv ist, dann studiert sie Grundschullehramt. Und als junge Frau im Vorstand würde sie sich oft mehr Selbstbestimmung und auch Entscheidungsbefugnis wünschen. Was sie so für Hürden hat in ihrer Vereinsarbeit, aber auch warum sie das Ganze macht und was an dem Engagement so toll ist, das wird sie uns heute aus ihrer eigenen Erfahrung berichten. Herzlich willkommen und hallo auch an Leopold Bär. Er ist Jugendwart beim SC Wasserfreunde München. Er ist auch schon ziemlich lange im Sportverein aktiv, seit der ersten Klasse und später wurde dann auch er Trainer und kam so dann mehr und mehr in die Jugendarbeit rein, in die Jugendarbeit des Vereins. Bei ihm ist es so, neben dem Vereinsleben studiert er Jura, arbeitet in einer Wirtschaftskanzlei und hat auch schon 2 eigene Startups, also viel zu tun, nicht nur im Verein. Er würde sich ein eigenes Budget wünschen, damit ja er auch nicht mehr so abhängig ist vom Vorstand. Aber er wird uns heute auch berichten, was denn alles gut funktioniert bei ihm im Verein.
Hallo und herzlich willkommen hier auf der virtuellen Bühne auch an Frau Eva Gottstein. Sie ist Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung. Zuvor war sie viele Jahre als Grundschullehrerin tätig, bis sie dann eben gemeinsam mit den Freien Wählern 2008 in den Landtag einzog und seitdem ist sie Landtagsabgeordnete. Ihre Schwerpunkte waren bisher Bildung, Frauenpolitik, Innenpolitik und Jugendarbeit und darüber hinaus ist sie auch selbst ehrenamtlich aktiv. Seit 2018 eben nun schon Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt und damit würde ich sagen, die perfekte Politikerin für unser Podium heute, für unseren Abend, denn wir wollen ja auch gemeinsam draufschauen und diskutieren, was kann denn die Politik tun in diesem Bereich und hier unterstützen. Und als Vierte im Bunde, hallo und herzlich willkommen an Judith Kreil. Sie ist Vorsitzende des Kreisjugendrings München-Stadt und außerdem in der DGB-Jugend aktiv. Als Studentin war sie außerdem bereits in der studentischen Interessensvertretung, der Gewerkschaftsjugend und auch im Verein Bildungsfreiräume engagiert. Und im Kreisjugendring möchte sie sich dafür einsetzen und dazu beitragen, dass die Bedürfnisse junger Menschen Gehör finden und sie dabei auch unterstützen, ihre eigenen Interessen selbst zu vertreten. Sie ist da also heute quasi auf der einen Seite, kann sie für den KJR sprechen, aber auch von ihren eigenen Erfahrungen als junge Ehrenamtliche berichten. Ja, schön, dass Sie alle dabei sind. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall wirklich eine tolle Runde beisammen heute, wo wir wirklich ganz viele verschiedene Perspektiven jetzt hier mit vereinen können auf unser Thema heute, junges Engagement und Macht. Und ja, wenn Sie, liebes Publikum, irgendwelche Fragen an unsere Gästinnen und Gäste haben, dann können Sie einfach Ihren Kommentar quasi via Facebook Live hier posten und dann bauen wir Ihre Frage an der passenden Stelle auch ein. Also jederzeit die Frage gerne loswerden und dann können Sie das quasi direkt hier an die Podiumsgäste richten. Ganz kurz vielleicht, bevor wir jetzt mit dem ersten Thema einsteigen, noch kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Wir wollen uns zum einen erstmal die Ausgangssituation anschauen, was da gut läuft, was aber vielleicht auch noch nicht so gut läuft. Und dann möchten wir natürlich auch darüber sprechen, ja, wie kann denn so eine Lösung aussehen? Wie kann das denn noch besser funktionieren mit dem jungen Engagement und der Machtverteilung? Aber ich würde sagen, wir legen erstmal los mit der Ausgangssituation. Herr Bär, wie ist das denn bei Ihnen? Vielleicht können Sie da erstmal ganz kurz aus Ihrem Verein berichten. Also sind Sie da zufrieden, ich sag mal, mit den Alten im Verein? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Position oder würden Sie sich da auch mal ab und zu das anders wünschen? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss an erster Stelle direkt mal sagen, dass es bei mir im Verein absolut hervorragend läuft. Also ich habe als Jugendwart überhaupt keinen Grund, mich zu beschweren und habe wirklich das große Glück, dass der Vorstand von den Personen, die derzeit engagiert sind, der Jugendarbeit wirklich freie Hand lässt und diese voll und ganz unterstützt, was sehr, sehr angenehm ist. Andererseits ist es bei uns ähnlich wie in vielen Münchnern Vereinen, dass die Machtfrage nicht schriftlich festgehalten ist. Also man ist im Prinzip darauf angewiesen, dass der Vorstand guten Willen zeigt. Und das funktioniert natürlich in manchen Zeiten sehr, sehr gut. Es birgt aber gleichzeitig auch die Gefahr, dass es in schlechteren Zeiten nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem man auf jeden Fall ansetzen könnte. Ja, Sie haben mir ja auch im Vorgespräch schon erklärt, dass es so von der Position her passt und von den Aufgaben und auch das Team irgendwie super cool ist und es echt viel Spaß macht. Aber genau die Frage wäre ja wirklich, wie kann man das strukturell und auch langfristig lösen, weil Sie ja schon dann sehr vom Vorstand eben abhängig sind, auch in Bezug auf das Budget, oder? Ja, im Prinzip ist es genau so. Also es ist formell vereinsintern so, dass theoretisch die Ausgaben, die man im Rahmen der Jugendarbeit tätigt, vorher freigeben lassen muss durch den Vorstand. Wenn man es sozusagen ganz genau prozedural sich anschaut, in der Praxis ist es im Moment so, dass jede Ausgabe freigegeben wird und ich im Prinzip freie Hand habe. Es war in der Vergangenheit aber durchaus so, dass zum Beispiel mein Vorgänger mal kämpfen musste darum, dass er jetzt die Jugendveranstaltungen nicht so gestaltet werden müssen finanziell, dass sie auch Gewinn abwerfen für den Verein. Da erkennt man einfach sehr, sehr klar, wer im Prinzip im Vorstand ist, welche Schwerpunkte diese Personen legen, ob sie sagen, okay, es ist uns besonders wichtig, dass der Wettkampfsport vorangebracht ist und die Jugendarbeit hingegen muss eher gewinnbringend sein
oder man hat einen Vorstand, der sagt, okay, Jugendarbeit ist ganz, ganz wichtig, auch Team- und Werder-übergreifende Jugendarbeit. Und dafür muss der Leistungssport ein bisschen zurückstecken. Ich glaube, im Idealfall ist es immer so, dass es im Verein so ganz klar ausgeglichene Rollen gibt. In der Praxis ist es aber so, dass es, glaube ich, nahezu unmöglich ist. Und ja, wie gesagt, im Moment habe ich das große Glück, dass die Jugendarbeit oben auf der Agenda steht. Aber gerade, sage ich mal, die finanziellen Hebel sind da durchaus sehr, sehr groß. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo auch der meiste Druck ausgeübt werden kann von Seiten des Vorstands oder von Seiten der Verantwortlichen auf die Verantwortlichen der Jugendarbeit, wenn dann tatsächlich mal Unstimmigkeiten bestehen sollten hinsichtlich des Vorgehens in der Jugendarbeit. Okay, also schon viele, ganz viele wichtige Themen, die Sie da auch angesprochen haben. Also zum einen das Festschreiben in der Satzung, dass es wirklich schwarz auf weiß ist und man da gar nicht so vom Vorstand, von der Stimmung des Vorstands vielleicht abhängig ist, aber auch das Thema Budget und vielleicht auch wirklich eigene Budgetverantwortung, um Dinge auch selbstständig entscheiden zu können. Frau Bergmüller, wie ist denn das bei Ihnen? Haben Sie da ähnliche Themen oder sieht es ganz anders aus? Sie haben ja auch für das aktuelle MSJ-Magazin ein Interview dazu gegeben. Und da sprechen Sie ja auch davon, dass Sie ja manchmal das Gefühl haben, das ist gar nicht so einfach und Sie sich da auch ein bisschen mehr Eigenständigkeit wünschen würden. Sie sind ja auch im Vorstand vertreten in Ihrer Position. Haben Sie das Gefühl, da zählt Ihre Stimme irgendwie weniger und Ihre Stimme wird als junge Person im Vorstand da auch irgendwie weniger ernst genommen? Ja, also bei uns ist es eigentlich ein bisschen anders. Wir haben theoretisch eine Jugendordnung, wo auch ein festgelegtes Budget drin steht und darüber haben wir eigentlich noch nie debattieren müssen, haben wir aber auch nie nutzen müssen. Und ich habe auch, glaube ich, soweit ich weiß, die gleichen Rechte wie jedes andere Vorstandsmitglied auch. Allerdings ist es schon so, dass man sich im Vorstand als junge Frau doch recht unterlegen fühlt und wie ich auch schon erzählt habe, dass man einfach alles nachfragen muss und es muss alles genehmigt werden und bei uns ist eben wirklich wenig Selbstständigkeit vorhanden. Das heißt, ich muss immer darauf warten, bis ich dann Rückmeldungen kriege, die ab und an sehr zäh kommen und das ist eher so, also bei uns eigentlich genau gegensätzlich wie beim SCW dann. Also Sie würden sich da auf der einen Seite mehr Augenhöhe noch wünschen, aber auch nochmal mehr ja, Macht im Sinne von Mitgestaltungsmöglichkeiten und eine Stimme, die nicht nur auf dem Papier genauso viel zählt, sondern auch, dass so gelebt wird, oder? Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, genau, dass man einfach auch so das Gefühl vermittelt bekommt, dass man ernst genommen wird und dass man gleichwertig betrachtet wird. Das sind so kleine Dinge, die es dann ausmachen, wenn auf Mails nicht geantwortet werden, wenn man, wie gesagt, alles zurückfragen muss, wenn man was einwirft in der Diskussion und darauf geht niemand ein. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand zu einem herkommt und sagt, deine Stimme zählt nicht so viel wie unsere, aber man wird einfach nicht so ja, ernst genommen. Jetzt haben wir schon einige Punkte gehört, die es auf jeden Fall schwierig machen und gar nicht immer so leicht ist, sich da zu engagieren und einzubringen. Vielleicht schauen wir auch nochmal da kurz auf die Habenseite, sozusagen auch auf das Positive, Frau Bergmüller. Was motiviert Sie denn auf der anderen Seite, da wirklich ja sehr, sehr viel Ihrer Freizeit auch wirklich dafür aufzuwenden? Also im Interview sprechen Sie ja auch, dass es teilweise fast 20 Stunden die Woche sind und das ist ja wirklich sehr, sehr viel. Also was motiviert Sie auch, da wirklich so viel Zeit zu opfern in einer gewissen Weise auch? Also zum einen ist es natürlich mal cool, auch mal hinter die Kulissen zu gucken, mal die Entscheidungen so als erstes mitzukriegen und nicht irgendwie über eine Mail oder sowas, sondern dass man da wirklich live dabei sein kann. Und es ist schon mal cool zu wissen, wie so ein Verein funktioniert. Zum anderen mache ich ja ganz viel als Trainer und die Dinge, die ich unter die Jugendarbeit stelle, quasi würde ich als Trainer wahrscheinlich auch machen. Und dadurch, dass ich Jugendleitung bin, habe ich nur einen offiziellen Namen dafür. Also ich würde für meine Schwimmer trotzdem Wettkampf veranstalten, ich würde trotzdem den Schwimmshop machen, ich würde trotzdem Präventionsleitfaden erstellen und dadurch, dass ich halt Jugendleitung bin, läuft es darunter. Ansonsten würde ich es auch so machen, einfach weil man sieht, dass es was bringt, wenn man die Dinge macht. Also wenn dann die Kinder ihren Spaß haben oder ja alle dann im gleichen Badeanzug auflaufen, dann hat sich das schon rentiert und genau deswegen gibt mir die Jugendarbeit eigentlich nur so einen Deckel für die Aufgaben, die ich oder die Dinge, die ich eh schon mache. Wie ist es bei Ihnen, Herr Bär? Was sind so Ihre Punkte, die Sie motivieren für die Arbeit? Also bei mir sind es in erster Linie zwei Faktoren. Also vielleicht muss man auch vorherschicken, dass ich mich nie so bewusst für die Jugendarbeit entschieden habe, sondern ich bin da einfach so reingerutscht und irgendwann war ich dann halt Jugendwart. So ist es halt dann gekommen. Bei mir sind es, wie gesagt, zwei große Faktoren. Einmal ist es das Team.
Also ich stehe wirklich ganz und gar nicht alleine da, sondern wir sind, glaube ich, so 12 Leute, die zwischen 14 und 30 Jahren alt sind, also auch ein sehr, sehr junges Team. Und im Prinzip machen wir im Rahmen der Jugendarbeit genau das, worauf wir Lust haben als Gruppe und nehmen halt dann noch die Kinder mit, die dann meistens ähnlich viel Spaß haben. Und das führt dann eben dazu, dass da wirklich sehr, sehr enge Freundschaften entstehen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, Sachen zu machen, die man gerne macht und dann auch noch mit Menschen, die man gerne mag. Also bestes Beispiel zum Beispiel ist das Surfcamp. Ich bin leidenschaftlicher Surfer und deswegen haben wir halt seit letztem Jahr auch ein Surfcamp im Angebot. Und so, ja, kann man da viele, viele tolle Sachen in einer Sache kombinieren. Und zum anderen, was für mich immer ganz, ganz toll ist, ist zu sehen, wie viel zurückkommt für den Kindern, von den Kindern. Also man merkt wirklich, das ist nicht so, ja, mein Gott, jetzt machen wir halt mal was zusammen als Verein, sondern es wird wirklich wertgeschätzt. Es entstehen total intensive, gute Freundschaften über alle Bäder hinweg. Und es ist, ja, es ist wirklich so, dass häufig die Vereinsveranstaltungen vorgezogen werden, irgendwelchen Familienurlauben und so weiter. Und wenn man dann wirklich zusammenkommt, zum Beispiel für eine Woche und wirklich sieht, wie viel Freude da dahinter steckt und wie schön es aufgenommen wird, dann geht einem richtig das Herz auf. Also es tut wirklich richtig, richtig gut, als auch zum Beispiel als Ausgleich zu einem stressigen Alltag. Genau, das sind so meine zwei zentralen Motivationspunkte. Klingt sehr, sehr schön, Dee. Das kann ja jetzt sein, dass es ein oder anderen Personen hören und dann direkt motiviert sind, sich auch zu engagieren. Frau Gottstein, wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt so diese Eindrücke auch hören von diesen beiden ja sehr engagierten Menschen im Verein? Also wir haben ja einerseits jetzt gehört, klar, was irgendwie motiviert und auch toll ist und bestimmt auch sehr ja spannend ist für viele Menschen, für viele junge Menschen. Aber Sie haben ja jetzt auch schon gehört, ja, was vielleicht oft noch nicht so klappt. Und da eben mal die Frage an Sie. Liegen diese Probleme im Verein, dass es da einfach ja vielleicht noch zu Machtübergabeproblemen kommt oder die Kultur noch nicht so weit ist, oder ist es vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem? Also vielleicht ist die Gesellschaft auch noch nicht so weit, die Macht an junge Menschen abzugeben, allgemein, und das zeigt sich natürlich dann auch im Vereinsleben. Bevor ich Ihre Frage beantworte, darf ich vielleicht einfach meiner Stellenbeschreibung als Ehrenamtsbeauftragte gerecht werden und Ihnen danken, weil ich vergesse es sonst vielleicht im Laufe der Diskussion. Also Ihnen allen stellvertretend für die vielen, die hinter Ihnen noch stehen, möchte ich natürlich danken, dass Sie sich ehrenamtlich betätigen. Und natürlich hat jeder Vereinsvorstand und jeder Politiker auf den Lippen das Bekenntnis, wir brauchen die Jugend. Und die Frage ist natürlich die Umsetzung. Wo liegt das Problem? Ich würde es mal positiv formulieren. Sie haben es schon leichter als zum Beispiel meine Generation. Also ich bin sozialisiert worden in den 68ern. Ich habe Abitur gemacht, 69. Also habe voll mitbekommen die 68er-Generation im Studium. Habe in München hier in der Schellingstraße studiert, Germanistik. Also das waren ja mehr die linken Gruppen. Und da hat man noch wirklich um viel mehr kämpfen müssen. Egal, ob es jetzt um Jugend ging oder Sie haben ja vorher gesagt, ich fühle mich auch für Frauen zuständig, oder ob es um Frauen ging. Ich denke auch speziell bei den Frauen um Vereinbarkeit Familie und Beruf. Heute kämpft man um Vereinbarkeit Familie, Beruf und Ehrenamt. Also ich denke, wir sind da ein Stück weitergekommen, aber wir sind noch nicht so weit. Das sagen auch Ihre Erfahrungen. Ich denke, es geht nur nach wie vor über institutionellen Zwang. Ich meine, die Jugendringe sind ja hier vorbildlich in der Geschichte, Frauen und Männer und divers natürlich jetzt auch durch die Vorschrift, dass alle Vorstände gleichberechtigt besetzt werden müssen. Das erlebe ich als Politiker, nimmt man ja in seinem Stimmbezirk dann teil an den Kreisjugendringveranstaltungen und da erlebt man ja extrem gut gelungene Jugendarbeit über alle Schichten hinweg, über alle Engagementmöglichkeiten hinweg. Und ich denke, da zeigt sich, dass wenn man einen Zwang ausübt, es natürlich dann auch was bringt. Wenn auch die Frau Bergmüller vorher geklagt hat, ja, ich werde vielleicht nicht ganz so ernst genommen. Also die gleichen Rechte haben Sie sicher. Also wenn Sie Vorstandsmitglied sind, steht nirgendwo dabei, ob Sie 90 oder 19 sind. Das ist ganz klar. Wenn Sie das Gefühl haben, ich werde nicht immer ernst genommen,
geht mir das als Frau auch manchmal, obwohl ich definitiv nicht mehr jung bin. Also da haben wir vielleicht ein Doppelproblem in dem Fall, jung und Frau. Ist vielleicht der Herr Bär, erfährt da nur die Vorurteile vielleicht, dass er jung ist. Ich denke, man muss halt auch ganz klar noch wesentlich mehr durch Vorschriften regeln, dass in einem Vorstand, egal, da nehme ich die Parteien jetzt auch mit, und da ist auch meine Partei der Freien Wähler nicht immer unbedingt vorbildlich, dass man sagt, wir brauchen einen bestimmten Anteil von jungen Leuten in den Vorständen, oder zumindest, wir haben ja auch dann nach wie vor die Frage dann immer, ja, aber wenn die Leute die nicht wählen, aber zumindest müssten Quoten für die Kandidatenlisten vorgeschrieben werden. Also das ist ja immer die Diskussion, und ich gehöre schon zu denen, die sagen ganz klar, es muss zumindest ein Angebot da sein an Frauen in der gleichen Anzahl wie Männer. Ob die dann gewählt werden, ist immer noch was anderes, aber und genauso auch an jungen Leuten. Also das, denke ich, gilt für die Politik, das gilt für Vereine, das gilt für viele Sachen. Und grundsätzlich, denke ich, müssten wir in der Schule mehr üben auch natürlich. Also ich bin ein ganz starker Verfechter von denen, die sagen, ich brauche die Klassensprecher, die Schülersprecher und so weiter. Das muss wesentlich mehr gewürdigt werden, muss auch wesentlich mehr geübt werden, was das ist. Also nicht der Klassenkasper, wie es manchmal vielleicht noch ist, oder auch nicht der dem Lehrer besonders vielleicht genehm zu scheint, sondern Leute, die halt hier wirklich gewählt werden, weil sie die Stimme dann der Klasse sind oder die Stimme der Schule. Und da gibt es vom Gesetz her an sich, jetzt vom Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, die Vorschriften sind ganz gut, sie werden zu wenig angewandt. Also ich glaube, man muss teilweise die Vorschriften noch wesentlich mehr in die Richtung ändern, dass die Jugendlichen hier berücksichtigt werden müssen, und dann muss es auch umgesetzt werden. Der Herr Bär hat vorher ja gesagt, es funktioniert bei ihm recht gut. Das ist schon auch meine Erfahrung. Man ist froh, und da spricht natürlich jetzt die Zeit für sie. Man braucht sie, und der Druck wird so groß werden, dass man ihnen ja noch, was weiß ich, mit Rosen sie bettet, damit sie im Verein tätig werden. Also ich denke, dass es besser werden wird, einfach weil man inzwischen weiß, ohne sie geht es nicht weiter. Ja, was ich da jetzt so ein bisschen mitnehme, das war ja meine Frage, ob es ein Problem in den Vereinen ist oder auch noch in der Gesellschaft. Höre ich jetzt eben so ein bisschen raus, es ist halt auch einfach noch ein gesellschaftliches Problem. Also ich denke beides. Ich denke, es ist an beiden. Die Gesellschaft ist immer noch, auch wenn wir einen Jugendwahn teilweise haben, jeder möchte jugendlich sein, aber dieses Loslassen können, das ist natürlich immer schon schwer gewesen, denke ich, für Ältere. Und da ist es besser als früher, aber noch nicht optimal. Und in den Vereinen hängt es halt sehr von Menschen ab. Und da muss man aber halt mehr von den Vorschriften dann verlangen, damit das besser wird. Ja, genau. Da sind wir ja quasi schon ein bisschen Richtung Lösungsansätze. Und da wäre jetzt quasi eine Forderung oder ein Vorschlag von Ihnen ja auch ebenso dieser institutionelle Zwang, da vielleicht auch so eine Quote einzuführen für den Vorstand. Natürlich gemischt nach Geschlechtern, aber auch nach Alter. Herr Bär, wie stehen Sie denn dazu zu dem Thema ja vielleicht institutioneller Zwang? Ist das eine gute Idee? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand viele Anregungen, die Sie gebracht haben, sehr, sehr hilfreich und zielführend. Für mich persönlich ist institutioneller Zwang sehr, sehr negativ besetzt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man lieber Menschen dazu bringen sollte, irgendetwas freiwillig zu machen, weil sie von der Sache überzeugt sind, als dass man sie durch Vorschriften dazu zwingt. Sie haben das Thema vorhin auch angesprochen bei diesen Klassensprecherregelungen, dass da das Gesetz, das derzeit gilt in Bayern, durchaus gute Regelungen vorsieht, aber dass sie schlicht nicht angewandt werden. Ich finde, man sollte sich lieber fragen, wieso werden diese Regelungen nicht angewandt? Wieso werden die jungen Menschen vielleicht in Vereinen teilweise nicht wahrgenommen? Oder es wird ihnen nicht die Stimme gegeben, die sie eigentlich verdient haben? Ich glaube, da zu sagen, okay, ihr müsst jetzt, man zwingt, wie gesagt, jemanden dazu, das kennt man so von den kleinen Kindern, dieser Reflex, sobald man gezwungen wird, zu sagen, nee, weg damit. Ich glaube, das zieht sich durch alle Altersklassen. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich glaube, es wäre ein viel stärkerer Ansatz, wirklich mit positiven, starken Beispielen voranzugehen und wirklich langsam Schritt für Schritt die älteren Generationen die Erfahrung machen zu lassen, dass es die Jungen auch handeln können. Das ist so ein Prozess, den ich auch selber so ein bisschen mitgemacht habe. Also ich bin ja mit 19 Jugendwart geworden, und es war sicherlich so, dass ich jetzt
zu Beginn durchaus mal irgendwelche Leute sich gefragt haben, okay, ist er jetzt vielleicht zu jung, soll er das wirklich machen, kann man das wirklich irgendwie verantworten? Und letztendlich war es aber so, dass man gemerkt hat, okay, es funktioniert ja trotzdem. Es ist vielleicht nicht alles genau so, wie die ältere Generation es vielleicht gemacht hätte, aber letztendlich kommt man zum selben Ergebnis, auch wenn es ein anderer Weg ist. Und ich glaube, diese Erfahrung muss einfach jeder Vorstand, die muss einfach jeder Verein für sich machen. Und wenn man da mit harten Quoten reingrätscht, dann verhindert man, dass die Menschen diese natürliche Erfahrung machen können und letztendlich beugen sie sich dann nur dem Zwang, ohne davon überzeugt zu sein. Und dann hat man im Prinzip genau das Problem, das Frau Bergmüller angesprochen hat, dass es eine Jugendordnung gibt, dass sie ein eigenes Budget hat, dass sie wirklich eine verhältnismäßig starke Position innerhalb des Vereins hat, sogar einen Sitz im Vorstand hat und trotzdem das Gefühl hat, dass sie so ein bisschen in den, ja, in den Impulsen, die sie gibt, abgeblockt wird, dass sie lange warten muss auf die E-Mail-Antworten und so weiter. Und das ist für mich ganz klares Symptom dessen, dass man den Vereinen etwas auferlegt oder den Vorständen etwas auferlegt, was sie letztendlich gar nicht mittragen. Deswegen als Fazit meiner Meinung nach, die Leute wirklich davon überzeugen, dass es die richtige Lösung ist, anstatt sie dazu zu zwingen. Frau Greil, wie sehen Sie dieses Thema? Also wir hatten es ja vorher schon, es wird ja immer gefordert und man hört es immer überall, ja, die Jungen, die sollen sich hier mal mehr engagieren. Warum würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht gelingt das so wenig? Also wo scheitert es? Oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm und die Zahlen sind eigentlich viel, viel besser, als man so annimmt allgemein? Also wir haben ja als Kreisjugendring 70 Mitgliedsverbände bei uns. Die sind ganz unterschiedlich groß. Da ist die Münchner Sportjugend dabei als großer Dachverband zum Beispiel. Da sind aber auch ganz kleine Jugendinitiativen. Daneben unterstützen wir auch Gruppierungen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter, die noch keine Vereinsstruktur haben oder vielleicht auch nicht möchten. Also ich würde sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Junge Menschen haben total Interesse, sich zu engagieren und bringen sich da auch ein. Und unsere Aufgabe, sowohl als Kreisjugendring, aber auch als PolitikerInnen, ist, da einfach für gelingende Rahmenbedingungen zu sorgen. Aber das Interesse von den Jugendlichen ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, spätestens seit Fridays for Future, die ja auch sehr medienwirksam waren im Vergleich jetzt zu den Jugendverbänden, die das halt oft nicht sind, ist es auch, glaube ich, bekannt. Also so diese Aussage, junge Leute wollen ja gar nicht mitbestimmen, interessieren sich nicht für Politik, wollen sich nicht engagieren. Das kann man, glaube ich, heute nicht mehr so sagen. Ja, vielen Dank schon mal für diesen Eindruck und wie dann diese Rahmenbedingungen genau aussehen kann, da wollen wir ja dann gleich nochmal genauer drauf eingehen. Wir haben ja jetzt schon eben geguckt, wie ist so die Ausgangssituation, haben schon ein bisschen gehört, was ganz gut klappt, eben viele junge Menschen, die sich ja schon engagieren wollen. Wir haben ja auch welche dabei heute, aber eben auch zu sehen, wo es vielleicht noch ein bisschen schwierig ist. Jetzt wollen wir aber vielleicht nochmal gemeinsam drauf gucken, um da vielleicht auch noch ja, mehr Menschen zu motivieren und auch für das Thema Aufmerksamkeit eben auch zu erregen. Warum ist es denn erstrebenswert? Was ist denn das Ziel und warum ist es erstrebenswert, junge Menschen wirklich mehr in den Verein einzubinden? Ich habe es ja in der Anmoderation auch schon mal ganz kurz gesagt und das ist ja jetzt auch gerade schon so ein bisschen rausgekommen. Es geht wirklich nicht nur darum, den jungen Menschen eben irgendeine Rolle zu geben, einfach zu sagen, so, du bist jetzt auch im Vorstand oder du hast jetzt diese Position, sondern es geht auch wirklich darum, eben ja, die jungen Menschen mit einzubeziehen und ihnen wirklich auch sozusagen eine Macht eben abzugeben. Frau Gottstein, warum würden Sie sagen, ist das so wichtig? Also warum reicht es nicht nur einfach vielleicht eine kleine Aufgabe zu übergeben? Warum geht es wirklich um diesen ja, Machtausgleich oder da auch was abzugeben? Das Wort Macht stört mich jetzt ein bisschen weit. Das ist jetzt für mich relativ negativ besetzt. Ich würde ganz vielen nicht unterstellen, dass es bewusst um Macht nicht abgeben wollen geht. Ich denke, die Frau Bergmüller hat ja vorher schon gesagt, naja, sie findet ja, wo sie gefragt haben, warum sie das dann trotzdem macht, diese Vorstandsarbeit, auch wenn sie sich noch nicht so wertgeschätzt oder ernst genommen fühlt, wie es angemessen und erforderlich wäre. Ich denke natürlich, nur dadurch kann man auch die Leute heranführen an diese Verantwortung. Und das habe ich ja vorher schon gesagt, ich denke, Klassensprecher, Schulsprecher sind wichtige Positionen, wobei man zum Beispiel wirklich feststellen kann, dass fast alle meiner Abgeordnetenkollegen irgendwann mal diesen Beruf oder diese Stellung hatten. Umgekehrt, denke ich, ist es natürlich auch wichtig, dass die jungen Leute sehr früh erkennen,
wovon es abhängt, wie hoch ein Budget ist, warum man das Budget vielleicht oder nach welchen Kriterien man das macht und so weiter. Also ich denke, da muss man halt in viele Sachen hineinwachsen, so wie man ja auch eine Banklehre macht oder in anderen Berufen angeleitet wird. Und so glaube ich, ist es auch. Und es geht aber natürlich nicht, wenn man jahrelang letztendlich den gleichen Vorstand hat. Es gibt ja auch Leute, die in der Politik sagen, es genügt, wenn bestimmte Anzahl an Perioden sind. Da bin ich auch dieser Meinung. Und das gilt halt auch für Vereine. Und ich denke, man muss die jungen Leute natürlich mit einbeziehen, weil sie natürlich auch betroffen sind. Es ist ja interessant, im Rahmen jetzt der Corona-Krise oder diese Corona-Situation hat, ich weiß jetzt UNICEF, UNESCO, irgendjemand jetzt neulich geäußert, dass es eigentlich schrecklich ist, wie wenig die Jugendlichen in diese ganzen Entscheidungen der Politik mit einbezogen waren, die es ja aber eigentlich betroffen hat auch. Und ich denke, man unterschätzt, dass Kinder und Jugendliche eigentlich sehr wohl auch wissen, was ihnen gut tut. Und man sieht es ja, in dem Moment, wo man Klassensprecher oder Schülersprecher ernst nimmt, handeln sie ja auch verantwortungsbewusst. Also wenn man Jugendlichen und auch sogar Kindern Verantwortung übergibt, dann gehen sie auch entsprechend damit um. Und allein deswegen brauchen wir natürlich diese Machtverteilung, so wie Sie es jetzt formuliert haben, in den Vereinen auch ganz klar. Und nicht als Goodwill-Aktion, da bin ich also nach wie vor anderer Meinung als der Herr Bär, einfach aufgrund der Erfahrung mit den Frauenquoten, wenn nicht der Bezirks- und Bayerische Jugendring und Kreisjugendring diese Vorschrift hätte, ich bin überzeugt davon, dann hätten wir nicht paritätisch besetzte Vorstände. Und ähnlich denke ich es halt in den Gremien, in den anderen. Natürlich, ich bewundere den Idealismus, dass man sagt, man müsste überzeugen. Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja, da sprechen Sie auf jeden Fall auch einen Punkt an mit der Macht. Das stimmt schon. Ich würde auch sagen, der deutsche Begriff der Macht ist so negativ besetzt. Wenn man sich da das Englischsprachige anguckt mit Power, das ist auf jeden Fall viel positiver besetzt. Aber wir können ja vielleicht auch von Verantwortung auch sprechen, Entscheidungsfreiheit und all diese Themen. Frau Bergmüller, wie sehen Sie das denn? Also wie würden Sie vielleicht davon profitieren, wenn Sie da mehr davon hätten, von dieser Entscheidungsfreiheit, Eigenständigkeit? Also warum wäre das für Sie erstrebenswert? Bevor ich darauf antworte, würde ich noch gerne auf zwei andere Punkte eingehen. So hat Frau Gottschalk, glaube ich, gesagt, dass es wichtig ist, dass die Jugend schon mit integriert wird, damit die Jugend von den Alten lernen kann. Ich finde, es ist aber eigentlich genau andersrum. Wir Jugendlichen tun den Alten gut, indem wir neue Impulse mit reinbringen, weil es doch so beobachtbar ist, dass Leute, die Ämter schon sehr lange ausführen oder schon ein bisschen einfach so ihr Leben im Griff haben und immer in den gleichen Bahnen, dann doch manchmal ein bisschen konservativer und nicht so offen für Neues sind. Und gerade da finde ich, dass die Erfahrenen von den Jungen super gut lernen können, indem sie neue Impulse bekommen. Und dazu kommt natürlich dann auch, dass die Jugend ja nicht generalisierbar, aber ab und an schon nochmal belastungsfähiger ist als die erfahrene Bevölkerungsschicht. Und bei uns ist zum Beispiel im Vorstand so gewesen, dass der wird zwar immer gewählt und das ist alles super und es hat alles seine rechtlichen Bahnen, also es ist wirklich, da kann ich überhaupt nicht beklagen. Allerdings hat kein einziges Vorstandsmitglied jemals einen Gegenkandidaten gehabt. Also die wurden halt einfach gewählt, weil es sonst niemanden gab. Und da will ich schon fast wieder da anknüpfen, was der Herr Bär gesagt hat, so, dass man schon auch anfangen muss, die Leute zu motivieren, damit überhaupt die Bereitschaft da ist, so ein Amt einzunehmen. Und natürlich kann man nicht nur darauf hoffen, aber das wäre schon mal der erste Schritt, dass man vielleicht auch mal eine Frau hat, die erste Vorsitzende werden möchte oder sowas. Oder mal Abteilungsleitung. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Abteilungsleitung weiblich besetzt war, geschweige denn von jemandem, der es nicht schon 30 Jahre lang macht, was ja viel Erfahrung und Gutes mit sich bringt. Aber es wäre ja anders vielleicht auch nicht unbedingt schlechter. Genau, also das wären so wahrscheinlich auch ein bisschen die Antwort auf die Frage, was ich mit mehr Macht machen könnte oder warum man sich das wünscht, damit man eben seine neuen Ideen und Innovationen und auch die eigenen Impulse einfach viel mehr einbringen kann, statt die Dinge mal so laufen zu lassen, wie sie halt schon seit 30 Jahren laufen. Und das ist, denke ich, so das, was ich mir wünschen würde. Ja, da geht ja natürlich dann auch ganz viel Potenzial verloren, wie Sie sagen. Also wenn die ganzen Ideen nicht gehört werden, nicht umgesetzt werden,
da geht ja wirklich ja sehr, sehr viel verloren. Frau Greil, das ist ja auf jeden Fall auch so ein bisschen Ihr Thema, also sowohl jetzt im KJR, aber auch politisch größer gedacht, eben junge Menschen einzubeziehen mit ihren Positionen, mit ihren Meinungen. Warum würden Sie sagen, ist das so erstrebenswert, diese Stimme nicht nur zu hören, sondern ja, dem wirklich, das wirklich auch umzusetzen und auch sich dem anzunehmen? Wenn wir eine demokratische Gesellschaft sein wollen, dann müssen wir einfach sicherstellen, dass alle sich auch beteiligen können. Also das Recht auf Beteiligung gibt es ja, aber es wird halt noch nicht so umgesetzt. Und da müssen wir einfach darauf achten, dass unsere Strukturen sowohl im Verein, aber auch in der Schule oder in der Stadtgesellschaft generell darauf ausgerichtet sind, dass es diese Möglichkeit eben gibt. Und man muss natürlich nicht nur an der Struktur so ein bisschen arbeiten und sagen, ja, jetzt können dann die Jugendlichen zum Jugendforum kommen, meinetwegen, sondern man muss natürlich gezielt sie auch ansprechen und nicht sich dann zurücklehnen und warten, sondern da schon proaktiv auch was machen und gegebenenfalls nochmal an ein paar Stellschrauben drehen, wenn man dann feststellt, klappt so doch nicht, wie wir es uns vorgestellt haben, auch wenn es gut gemeint war. Und eine Sache würde ich noch ergänzen zu dem, was die Frau Bergmüller gesagt hat. Ich finde es auch deswegen wichtig, dass junge Menschen in Vorständen auch vertreten sind, weil sie einfach Role Models auch sein können. Ich komme ja gar nicht drauf, als junge Frau mich für irgendeinen Vorstandsposten zu bewerben, wenn da jetzt nur 60-jährige Männer sitzen beispielsweise. Kein Problem mit 60-jährigen Männern, aber ich würde auf die Idee einfach gar nicht kommen, dass ich da auch mitmachen könnte oder dass ich da erwünscht bin. Ja, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen noch auf die Herausforderungen blicken, das ist jetzt auch schon so ein paar Mal durchgekommen, auch das, was Frau Bergmüller gerade nochmal gesagt hat. Also es ist ja ein Problem vielleicht, dass oft versucht wird, ja, junge Menschen in alte Strukturen und Regeln vielleicht zu integrieren und nicht umgekehrt sozusagen die Regeln und die Strukturen komplett neu zu erfinden, weil vielleicht die Offenheit einfach fehlt, ganz neue Konzepte und Ideen umzusetzen, Frau Greil, oder? Wie sehen Sie das auch aus Ihrer Arbeit? Das glaube ich auch. Wir haben da aber sehr gute Erfahrungen gemacht mit vielen unserer Mitgliedsverbände. Da haben einfach junge Menschen sich zusammengeschlossen und sich halt eine Satzung gebastelt, sage ich mal, die genau zu ihren Bedürfnissen gepasst hat. Und diese Satzungen von unseren Mitgliedsverbänden sind auch alle sehr unterschiedlich. Das Wichtige ist aber einfach, dass sie eigenständig sind, dass sie selber bestimmen können und dass nicht noch ein Erwachsenenverband oder anderer Erwachsenenvorstand drüber sitzt, der dann im Zweifelsfall sagt, na, das passt uns jetzt nicht oder da gibt es kein Budget dafür. Mhm. Herr Bär, wie sehen Sie diesen Punkt ja der Herausforderungen? Also Sie haben ja berichtet, einiges läuft wirklich sehr gut bei Ihnen, aber auf dem Papier, manchmal ist es doch noch nicht so fest verankert. Was würden Sie sagen, was haben Sie, aber auch andere junge Menschen natürlich, wenn Sie auch ein bisschen für die mitsprechen möchten, eben für Herausforderungen in dem Bereich des jungen Engagements? Ja, also vielen Dank. Ich glaube, es ist unglaublich schwierig für andere Menschen zu sprechen, weil das, glaube ich, ein Thema ist, das sehr, sehr subjektiv ist. Jeder sieht die Herausforderungen in anderen Themen. Für mich zum Beispiel ist es fast eine Freude, sage ich mal, mit dem Vorstand zu diskutieren, wie jetzt irgendeine Entscheidung auszusehen hat, weil man dann auch lernt, sage ich mal, die eigenen Entscheidungen, die man getroffen hat oder die eigenen Prinzipien, die man aufgestellt hat, zu hinterfragen. Also ich persönlich bin der Meinung, dass Diskussionen an sich unglaublich hilfreich sind. Und um jetzt nochmal von dem Idealismus, der vorhin angesprochen wurde, meinerseits ein wenig abzuweichen, ich glaube, dass man es sich ein bisschen zu leicht macht, mit einfach Jugendordnungen, sage ich mal, zu verabschieden. Denn allein wenn ich jetzt überlege, wie das bei mir im Verein laufen würde, ich hätte vielleicht ein eigenes Budget, würde vielleicht gewählt werden, vielleicht auch nicht. Aber letztendlich ist es ja immer noch ein Verein. Also es ist ja nicht so, dass die Jugend komplett losgelöst ist vom Verein. Dementsprechend wird es weiterhin Reibungspunkte geben zwischen der Jugend und dem Rest des Vereins, wie auch immer der dann zusammengesetzt ist und wie auch immer der dann organisiert ist. Und dementsprechend braucht es dann im Prinzip diese Diskussionspunkte oder diese Entscheidungsgremien, wer jetzt wo steht, immer noch. Und ich kenne mich jetzt nicht im Detail aus mit der Jugendordnungen, muss ich ehrlich zugeben, obwohl es bei uns auch schon länger auf der Agenda steht und ich so ein bisschen habe schleifen lassen. Aber ich glaube, letztendlich ist es dann doch immer so, dass zwar die Jugend selbstständig ist, aber wenn es die Interessen des Gesamtvereins konträr zu den Interessen der Jugend sind, wird es im Zweifel wahrscheinlich so sein, dass der Gesamtverein am längeren Hebel sitzt. Dementsprechend
bin ich der festen Überzeugung, dass zahlreiche Probleme gelöst werden können durch Jugendordnungen, auch vielleicht durch institutionellen Zwang, wie auch immer man es dann formulieren mag. Aber die tatsächliche Arbeit und die tatsächliche Umsetzung findet dann in den Vereinen statt. Und die ist häufig sehr weit von dem entfernt, was man sich vielleicht tatsächlich wünscht oder wie auch die politischen Richtlinien ausgerichtet sind. Und deswegen ist eben für mich das so der Punkt, wo man ansetzen muss. Und ja, letztendlich alle Herausforderungen, die man, glaube ich, als Jugendlicher oder als Kind auch im Ehrenamt hat, können dadurch gemindert werden, dass man respektvoll miteinander umgeht. Das hat einen unglaublich hohen Stellenwert, weil selbst wenn man in Anführungsstrichen eine Entscheidung der Jugend nicht mittragen möchte auf Seiten des Vorstandes, wird das ganz anders aufgenommen und motiviert einen viel eher, wenn respektvoll damit umgegangen wird und zum Beispiel auch Argumente ausgetauscht werden. Das sind so Kleinigkeiten, die die jungen Menschen helfen, leichter die Herausforderungen zu meistern. Und sicherlich ist es so, dass gerade die älteren Generationen unglaublich viel Wissen mitbringen. Aber ich glaube, man muss warten, bis die Jugend von sich aus auf die Idee kommt, mal die älteren Generationen um Hilfe zu bitten und nicht versuchen, da so ein bisschen die Glocke überzustülpen und dieses Wissen der Jugend aufzuzwingen. Also wie gesagt, ich glaube, man muss da so einen Mittelweg finden, aber an sich bin ich mir sicher, dass alle Herausforderungen, die da bestehen, relativ einfach gemeistert werden können. Ich möchte auch nicht missverstanden werden. Ich habe auch nicht jetzt die Jugendordnungen in erster Linie. Ich bin im Sportwesen zu wenig jetzt da detailliert bewandert. Ich im Gegenteil, das klingt ja teilweise dann fast nach Ausgrenzung, sondern ich rede schon von Beteiligung im normalen Vorstand. Und ich bin ja auch, ist am Anfang erwähnt worden, ehrenamtlich tätig, zum Beispiel als stellvertretende Vorsitzende vom KDFB, vom Katholischen Frauenbund. Und wir überlegen uns gerade eine Satzungsänderung, dass wir haben eine Vorsitzende und vier Stellvertreterinnen, in dem Fall definitiv immer weiblich, von der Historie dieses Verbandes. Und wir überlegen uns, in die Satzung aufzunehmen, muss natürlich dann entsprechend abgestimmt werden und so weiter, aber als Vorschlag zu unterbreiten in unseren Mitgliedern, dass bei den vier Stellvertreterinnen definitiv auf der Kandidatenliste eine Frau unter 40 ist. Ist jetzt für Sie vielleicht auch schon alt, aber wir bewegen uns im Durchschnittsalter, ich denke im Vorstand, wir gehen auf die 60 zu im Durchschnitt dieses Vorstandes und um das geht's und um sowas meine ich, dass man eben natürlich jetzt nicht ausgliedert, die jungen Leute, sondern dass sie an den Schalthebeln der Macht eines Vereines, und das ist halt einmal der Vorstand, hier entsprechend zumindest das Angebot haben muss, dass auch junge Leute gewählt werden können. Der Jugendring, wie gesagt, macht es ja noch mehr, indem er es vorschreibt. Weil dann zumindest, weil Sie haben ja sehr, sehr schön gesagt, Herr Bär oder jetzt die Frau Greil, weiß ich jetzt nicht mehr, man muss mit den jungen Leuten reden, und durch so eine Vorschrift muss ich jetzt aber schauen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, aber es gibt keine Frau unter 40, die diesen relativ hohen ehrenamtlichen Aufwand leisten kann. Ich muss mich kümmern, ich muss reden, ich muss schauen, wo ist jemand. Und das kann man natürlich auf die Jugendlichen ausweiten. Und Frau Bergmüller, ich wollte auch nicht missverstanden werden, dieses Belehrende. Ich habe jetzt da gemeint, mehr im Hinterkopf gehabt, Vereinsleben heißt natürlich auch wahnsinnig viel mit Bürokratie und so weiter. Und da denke ich, muss man eben als junger Mensch dann auch irgendwie hineinwachsen, was auch für mich, also ich bin wirklich bei ganz vielen Versammlungen auch des Bayerischen Jugendringes dabei, was hier ja vorbildlich gemacht wird, dass man sagt, was ist eine Satzung, wie entsteht eine Satzung und so weiter. Ich möchte nicht dafür plädieren, dass wir junge Leute belehren. Und dass natürlich das Miteinander sich daraus ergibt. Also ich meine, ich denke das eher so, die einen bringen die Erfahrung ein und die anderen bringen das junge Leben und die neuen Ideen und das, was kann man ändern, machen. Und ich habe ja auch vorher schon gesagt, ich bin sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen Leben dafür, bestimmte Ämter auch, Ämterzeiten zu begrenzen, weil sich natürlich eine gewisse Routine sonst einschleicht. Mhm. Herr Bär, Sie hatten sich gemeldet direkt dazu? Das hatte sich im Prinzip schon wieder erledigt. Ich wollte nur nachfragen, was so der Altersdurchschnitt ist der Personen, die diese Entscheidung getroffen haben. Weil natürlich aus meiner Perspektive
das Ganze so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, weil ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Gedanken oder die Ideen, die ich mitbringe, sehr, sehr weit entfernt liegen von denen einer Person, die um die 40 ist, und dass ich, deswegen sehe ich das persönlich so ein bisschen kritisch. Ich musste auch ein bisschen stutzen bei der Sache, dass man schwer jemanden findet unter 40, der den Zeitaufwand leisten kann, der notwendig ist. Ich kann Ihnen gern privat die Struktur des katholischen Frauenbundes erklären. Da ist, glaube ich, auch der Altersdurchschnitt unserer Mitglieder. Ist einfach, okay. Hängt in dem Fall einfach damit zusammen. Wir haben auch inzwischen Arbeitskreis junge Frau und so weiter. Aber wie gesagt, von der Historie, wie gesagt, für uns wäre es schon ein großer Fortschritt, wenn im Vorstand jemand ist, der jünger ist als 40. Was ja nicht heißt, aber wie gesagt, noch einmal, ich meine, auch wieder für zumindest die Frau Greil ist ja da drin, jemand, der im katholischen Frauenbund irgendwann geht, ist in dem Alter, wo Sie jetzt sind, noch in der entweder katholischen Studierendenjugend oder in der Landjugend oder eben in der jungen Gewerkschaft oder so. Das heißt, also genau, wir haben ja schon das Thema Quote gehabt. Das hängt natürlich total auch von der jeweiligen Vereinsstruktur ab. Das ist auf jeden Fall total verständlich. Und ich verstehe Sie auch so, das ist ja wirklich eine Arbeit Stück für Stück. Und jetzt ist es vielleicht mal 40 und dann merken Sie, wie Sie da jüngere Frauen mehr anziehen. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann 30. Also das ist ja, geht ja nicht von heute auf morgen. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen noch mehr zu den Lösungen kommen, nochmal konkreter. Wir haben ja schon jetzt, oder Sie vor allem, haben ja schon ganz viel gemeinsam angesprochen. Also sowas wie Quote haben wir schon ein bisschen gemeinsam diskutiert. Frau Greil hat schon das Thema Rahmenbedingungen angesprochen. Also wie kann das aussehen von Verbänden her, aber auch von der Politik? Wie kann das noch verbessert, verändert werden? Ja, aber wie kann man auch eben jungen Menschen überhaupt mehr Verantwortung geben, mehr Eigenständigkeit? Und wie kann das auch gelingen auf der Augenhöhe? Also da haben wir ja schon gemeinsam jetzt ganz viele Lösungen und Ideen angesprochen. Die können wir jetzt ja vielleicht gemeinsam noch mal ein bisschen konkreter machen oder noch mal ein bisschen weiter vertiefen. Frau Gottstein, Sie können gerne anfangen damit. Was würden Sie sagen, was wären so Ihre drei To-Dos? Was denken Sie, würde helfen bei diesem Thema eben, um mehr Jugendbeteiligung zu haben, aber eben nicht nur die Beteiligung, sondern auch eine wirkliche Teilhabe und wirkliche Eigenständigkeit? Also, was wären da so Ihre drei To-Dos? Fachlich gecoacht von meinem Büro und von entsprechenden Studien und so weiter. Und da ist ja ein weiteres großes Manko oder Problem oder eine Umwälzung, dass grundsätzlich die langfristige Bindung an ein Ehrenamt sehr abnimmt und dass man eher zu kurzfristigen Engagement neigt, ist ja oft, glaube ich, jetzt, Sie sind ja aus dem Sportbereich, ja auch oft der Grund, warum jemand heute, soweit es zumindest meine Unterlagen hergeben, der Grund, warum jemand eher in ein teuer bezahltes Fitnessstudio geht, als in einen Sportverein, weil er eben die Bindung, die damit verbunden ist, manchmal gar nicht mehr mag. Und weil die Rahmenbedingungen eben nicht stimmen. Und da muss man natürlich da anfangen zu lösen. Also ich denke, wir werden auch als Freistaat nicht umhinkommen, auch in der Wertschätzung, auch in der Bewertung von Medaillen und so weiter, mehr projektbezogene Dinge letztendlich zu loben. Und ich denke auch die Vereine, also auch wieder natürlich die jetzt an der, in Anführungszeichen, Macht sind, werden oder erkennen ja zusehends, dass man eben nicht jetzt sagen muss, also gut, du kommst jetzt zu uns und bist die nächsten 30 Jahre bei Feuerwehr, Sportverein, sondern wir freuen uns, wenn du jetzt bis, solange du hier studierst, zum Beispiel da bist, weil wir haben natürlich auch eine ganz andere Mobilität inzwischen. Also man muss ja einfach auch wieder die Rahmenbedingungen ändern, dass man also sagt, du bist uns willkommen, auch wenn wir wissen, du hast jetzt nur befristete Zeit für uns. Also das ist gut, und dann muss man einfach natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass das, was dem klassischen, ja, viele sind in den Verein gegangen, weil es dann nachher ist man auf ein Bier gegangen, man ist zum Stammtisch gegangen, man hat sich getroffen und erstens einmal gibt es kaum mehr Möglichkeiten, wo man beim Stammtisch sich treffen kann, zumindest auf den Dörfern draußen. Und da muss man halt auch überlegen, die heutigen jungen Menschen haben halt andere Arten, sich zu treffen. Sieht man ja jetzt auch, nachdem diese ganzen Corona- oder viele Corona-Regeln Gott sei Dank fallen können. Jugendliche haben halt ihre Art letztendlich heute, und das hat jede Jugend, diesen Anspruch, und den muss man halt auch berücksichtigen.
Frau Greil, was würden Sie sagen zu dem Thema der Lösungen, wenn wir darauf blicken? Sie haben es vorhin ja schon mal kurz gesagt, eben Rahmenbedingungen. Was würden Sie sagen, was können das für Rahmenbedingungen sein, die da geändert oder neu geschaffen werden müssen? Das kommt ja darauf an, von welcher Ebene wir jetzt reden. Also für uns als Kreisjugendring ist Ansprechpartner natürlich die Landeshauptstadt München. Wir schauen einfach, wie da Jugendbeteiligung besser gelingen kann und schauen gleichzeitig, wie wir unsere Jugendverbände gut unterstützen können, dass sie ihre Arbeit machen können. Und für einen Verein, das müssten jetzt die anwesenden Kolleginnen sagen, aber wäre halt wichtig, einfach mal die eigenen Strukturen zu überdenken und da halt auch die jungen Menschen selber zu fragen, was sie denn wollen. Also natürlich bringt es nichts, nur eine Quote einzuführen und damit hat sich's dann. Man muss das schon auch leben und einfach kontinuierlich an sich arbeiten. Das wäre jetzt aber vermessen, wenn ich da konkrete Vorschläge mache. Ich bin ja nicht im Sportverein. Dann würde ich es direkt mal an den Herrn Bär übergeben. Sie hatten sich ja auch schon kurz gemeldet. Gerne, Dankeschön. Ich finde die Vorschläge schon super. Ich würde einfach ein paar Ideen mit reingeben, die mir jetzt so spontan in den Kopf gekommen sind. Zum einen ist es für mich immer eine finanzielle Incentivierung. Also letztendlich Geld regiert die Welt. Das Sprichwort funktioniert auch bei den Vereinen. Man muss Anreize schaffen, indem man zum Beispiel, das hat ja, glaube ich, die MSJ langfristig geplant, dass man die Zuschüsse koppelt daran, dass es eine Jugendordnung gibt, dass man vielleicht auch mal einen Preis auslobt, wenn irgendein Verein sich besonders stark hervortut und der Jugend besonders viel überlässt und sich da ja stark positioniert. Das sind alles so Themen, wo man, glaube ich, so einen subtilen Einfluss nehmen kann, die nicht so totaler Zwang sind oder institutionelle Quoten, sondern wo man so ein bisschen sagt, okay, wir wertschätzen das, wenn ihr der Jugend eine Rolle gibt. Wir tragen vielleicht auch, sage ich mal, die finanziellen Folgen. Es kann ja auch mal passieren, dass irgendein Jugendwart oder irgendeine Jugendwärtin sich verkalkuliert und am Ende steht der Verein dann da mit minus 1.500 Euro. Und dann kommt der Vorstand und sagt, meine Herren, hätten wir mal der Jugend nicht die Verantwortung übergeben, dann hätten wir den Salat jetzt nicht. Und wenn man da dann zum Beispiel Regelungen schaffen würde, dass das aufgefangen wird. Klar, finanziell, das Geld sitzt auch nicht immer locker, aber das wären, glaube ich, so Themen, wo man auf jeden Fall einen Stoß in die richtige Richtung geben könnte. Zum anderen ist es auch so ein bisschen Support der Vereine. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es prasselt so viel auf einen ein. Es sind so viele Sachen, die erledigt werden müssen, dass es vielleicht auf der Agenda jetzt nicht ganz oben eine Jugendordnung zu entwerfen. Und da wäre es zum Beispiel von institutioneller Seite unglaublich wichtig, dass man da wirklich starke Vorlagen gibt. Dass man, also es gibt ja Vorlagen und die sind auch gut, aber dass man da wirklich so einen Leitfaden macht, wie kann man eine tolle Jugendordnung erstellen, wie kann man die Jugend stark in den Verein einbinden, dass das wirklich wie so eine Art Checklist ist, die man im Verein durchgehen kann und was den Prozess dann natürlich auch erleichtert, weil das Thema gibt der Jugend mehr Mitbestimmung, das ist halt so ein Riesending und ich glaube, inhaltlich finden das alle eine tolle Sache, aber wenn es dann darum geht, okay, wie genau müssen wir das jetzt umsetzen, was genau müssen wir machen, dann blickt man dann, glaube ich, häufig in ratlose Gesichter. Was natürlich auch wichtig ist, ist in gewisser Hinsicht so Experimente zu unterstützen. Also gerade jetzt im Bereich Fridays for Futures, weil was vorhin schon angesprochen wurde, ist es so, dass man solche Bewegungen daneben auch stützt. Die passen vielleicht nicht perfekt in das Raster dessen rein, was man normalerweise fördern und unterstützen würde. Aber es ist in gewisser Hinsicht ein Experiment, weil es einfach eine Bewegung ist, die aus der Jugend heraus entstanden ist, die sich selber organisiert, sich selber einen Namen gibt, selber eine politische Botschaft verbreitet und dass man sich dem nicht im Weg stellt, was ja nicht gemacht wird und was sehr gut ist, ist, glaube ich, ein Thema, was auch unglaublich hilfreich ist. Und letztendlich, gerade bei Fridays for Future, hat man ja auch gesehen, wie wichtig das Medienecho ist. Man muss einfach positive Vorbilder, Role Models in den Mittelpunkt der Gesellschaft tragen. Es muss jeder wissen, okay, die Jugend ist nicht irgendwie total desinteressiert am Ehrenamt, total desinteressiert an der Politik, sondern es gibt junge Menschen, die sich engagieren, die tolle Sachen für die Vereine leisten und das eben trotz ihres jungen Alters, die eben nicht nur Fehler machen und total inkompetent herumeiern, sondern doch dazu in der Lage sind, irgendwelche Sachen zu organisieren. Das muss einfach ein bisschen weiter hinausgetragen werden, nicht nur mein Vorstand im Verein sollte das sehen oder der Vorstand von Clara, sondern das sollen mehr Leute mitbekommen, weil dann muss man auch nicht jeden Einzelnen überzeugen, sondern dann kann man mehr Menschen auf einmal überzeugen.
Und ich glaube, gerade bei den Themen spielen so vereinsübergreifende Jugendorganisationen eine unglaublich wichtige Rolle, die auch meiner Meinung nach eine unglaublich gute und wichtige Arbeit leisten. Aber ja, wie gesagt, von der Politik natürlich immer noch mehr unterstützt werden können, noch mehr ins Rampenlicht gestellt werden. Das sind so ein paar Punkte, die mir jetzt irgendwie in den Kopf gekommen sind. Ja, danke dafür. Da können wir auf jeden Fall gleich auch nochmal genau darauf eingehen. Vielleicht auch Forderungen an die Politik, was Sie sich da so wünschen würden. Frau Bergmüller, fallen Ihnen noch weitere Punkte ein? Also was würden Sie sagen, kann noch getan werden, um eben diese Machtverteilung, Verantwortungsverteilung irgendwie noch besser zu organisieren? Was würden Sie sich da vielleicht auch wünschen? Also kurzfristig, aber auch ganz prinzipiell, erster Punkt, meine Mails antworten, meine Anliegen bearbeiten, die ich habe. Und der zweite Punkt wäre, alle mal gegenseitig Schulterklopfen, weil dem ganzen Vorstand sagen, dass man froh ist, dass man sich gegenseitig hat und zusammenarbeitet und sich gegenseitig wertschätzt. Das ist auch was, wo ich mich vielleicht in die eigene Nase packen muss. Ich schreibe jetzt auch nicht nach jeder Vereinsratssitzung, dass es super toll war und alles Spaß gemacht hat, sondern da wird auch eher mehr gemeckert. Aber ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dass wir uns alle mal gratuliert haben, dass wir das überhaupt so ein Ehrenamt ausüben und mal alle auf der Ebene angekommen sind, dann wäre vor allem Kommunikation wichtig. Dass man sich dann hinsetzt, weil ich sehe das eher mehr so als jetzt Vereinsproblem und gar nicht so, also als mein Vereinsproblem und gar nicht so übergreifend, dann, dass man sich eben hinsetzt und sagt, okay, so und so steht es gerade um unsere Jugend und so steht es um den Altersdurchschnitt oder das meistvertretene Geschlecht in unserem Vorstand. Wenn wir uns das mal angucken und dann sehen, was da wirklich unterm Strich rauskommt, dann kann man anfangen zu fragen, okay, was können wir denn besser machen? Und ich denke, das ist dann auch mit meiner, vor allem meine Aufgabe als Jugendleitung, auch andere junge Leute zu motivieren, mitzumachen. Und ich muss sagen, ich habe den Jugendleiterposten gibt es jetzt bei uns seit 4 Jahren. So wahnsinnig viel wurde da jetzt auch einfach noch nicht gemacht. Das ist jetzt die letzten 2 Jahre auch ein bisschen Corona verschuldet. Es konnte nichts in Präsenz stattfinden. Aber trotzdem ist da noch so viel Potenzial nach oben. Wir sind super unpräsent. Ich weiß ja nicht, ob unser Verein weiß, dass es eine Jugend gibt, also die Mitglieder. Und mal so ein Team aufstellen, wie jetzt beim SCW, also beim Herrn Bär, wäre zum Beispiel schon mal so ein erster Schritt, dass man sagt, man verteilt die Aufgaben nicht auf eine Schultern, sondern auf mehrere. Und ich denke, das ist dann was, wo wenn wir als Vereinsleitung akzeptiert haben, dass wir da vielleicht ein bisschen hinterherhinken mit der Jugend, dass wir dann sagen können, okay, wie können wir denn unsere eigene Jugend motivieren? Und das geht eben durch Präsenz, durch Angebote an die Jugend. Und wenn, ich sag mal, man sich da nicht mehr ganz so unterlegen fühlt in der Vereinsführung, dann denke ich, ist es schon mal ein erster Schritt, wo man sagen kann, okay, wir können jetzt wirklich von Jugend im Verein reden. Und deswegen denke ich, es ist noch so ein vereinsinternes Problem, aber das wären so meine Vorschläge mal für uns jetzt. Ja, danke da nochmal auch für den ganz persönlichen Einblick auch da in Ihren Verein. Ja, Frau Gottstein, was würden Sie vielleicht sagen, könnte noch die Politik tun? Also wenn man jetzt guckt, was für Strukturen oder Angebote vielleicht noch geschaffen würden. Also ja, was würde Ihnen da einfallen, quasi als Politikerin zu sprechen? Was könnte da noch geschaffen werden? Da darf ich trotzdem persönlich noch zur Frau Bergmüller sagen. Ja. Tut mir fast ein bisschen weh, wenn ich Sie so höre. Vielleicht einfach mal, ich weiß jetzt nicht, ob das in Ihrer Position geht und ob Sie sich so angenommen fühlen, dass das funktionieren würde, mal reden, weil ich denke, eine unbeantwortete Mail, also ich bin ja jetzt in der Altersklasse, vielleicht in der auch manche Ihre Vorstände sind, ich bin jetzt sicher durch meinen Beruf Politikerin anders geschult in den Medien, aber ich würde sagen, mindestens 50% meines Freundeskreises, die schon in Pension, in Rente sind, weil die schauen halt einmal in der Woche, wenn überhaupt, ihre Mails an, wenn sie überhaupt, verstehen Sie? Also und das, ich verstehe Sie völlig und habe auch sofort Schuldgefühle teilweise ein bisschen bekommen. Wir sind vielleicht jetzt auch manchmal die Generation, ich habe auch schon Ortsverband geführt und so weiter, die Leute, die noch so ein bisschen aufgewachsen sind nach diesem bayerischen Motto, nicht geschimpft ist gelobt genug. Also mein Büro sagt mir auch immer, ich muss mehr loben, ich muss mehr das machen, ich muss mehr das machen. Ja, also ich denke, das ist oft gar nicht böse Absicht. Und vielleicht kann man das, vielleicht gibt es jemanden, der im Vorstand Ihnen so nahe steht, wo Sie sagen, man könnte man nicht einmal eine andere, ein bisschen eine andere Vereinskultur, man muss das ja nicht so definieren, einführen. Also das wäre jetzt, weil ich mir gedacht habe, wahrscheinlich wird Ihre Arbeit viel mehr anerkannt, als Sie persönlich vielleicht empfinden. Und das täte mir dann leid. Jetzt zu der Frage natürlich wieder,
Ja gut, ich kenne natürlich den BLSV auch in seiner oberen Struktur und weiß da schon, dass die eigentlich inzwischen Seminare anbieten, was man machen kann, um die Jugendlichen mit ein, wie gesagt, auch aus Eigeninteresse natürlich, aus der Erkenntnis heraus, man braucht die jungen Leute, da wird schon viel gemacht und es wird natürlich auch vom staatlicher Seite entsprechend gefördert. Ich denke auch, dass man so eine Stelle geschaffen hat wie ein Ehrenamtsbeauftragte, ist natürlich geht in die mit der Zielrichtung voran oder ist mit der Zielrichtung geschehen, dass man weiß, das Ehrenamt muss mehr wertgeschätzt werden und dass man natürlich weiß, das Ehrenamt ist im Umbruch und dass man hier versucht, Hilfestellung zu geben. Also das ist schon mir auch ein Anliegen und wie gesagt, ich bin da ja auch ein bisschen so eine Ansprechstelle und höre eben auch, wie Sie jetzt Ihre Beschwerden, würde ich sagen, nicht Ihre Empfindungen dargestellt haben. Das muss man halt noch auch als Politik mehr unter die Leute bringen. Aber ich hoffe, wir sind da auf dem richtigen Weg, dass wir zumindest das Problem erkannt haben. Und ja, natürlich müssen einem dann die jungen Leute immer auch wieder sagen, ihr habt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir sind auch dran. Wobei, ja, ich denke, es ist ein Geben und Nehmen und das in allen Teilen in unserer Gesellschaft. Und das müssen wir halt auch in dem Bereich, also vielleicht ein bisschen mehr Nachsicht manchmal von den jungen Menschen mit uns Älteren und umgekehrt natürlich auch von der Politik noch mehr, dass man es nicht bloß bei Sonntagsreden lässt, weil da wird man natürlich sehr schnell unglaubwürdig und ich denke, das ist ja nach wie vor auch wirklich eine sehr positive Sache. Die jungen Leute sind da kritisch und lassen einem das auch nicht durchgehen und ich denke, da müssen wir aufpassen. Also ich denke, jede junge Generation nimmt für sich in Anspruch mit Recht, die Sachen neu zu beurteilen und eben auf Glaubwürdigkeit abzutasten. Und da müssen wir in der Politik aufpassen. Also ich denke, das ist fast wichtiger, die Jugend dann auch ernst zu nehmen in der Umsetzung und nicht bloß davon zu reden. Wichtiger als finanzielle Unterstützung. Und da ist schon auch immer noch Luft nach oben. Okay, finanzielle Unterstützung können wir ja gleich auch nochmal dazu sprechen. Aber Frau Bergmüller, Sie wollten direkt dazu noch was sagen? Ja, ich wollte noch kurz darauf eingehen, wenn ich darf. Weil natürlich ist es eine subjektive Auffassung, wie sehr man wertgeschätzt wird und wie sehr man nicht wertgeschätzt wird. Aber ich denke, wenn man alleine einer Person im ganzen Verein das Gefühl vermittelt, sie wird nicht wertgeschätzt, ist schon was falsch. Weil wenn wir unser Ehrenamt machen, machen wir es ja für die Wertschätzung und für das, was wir rausnehmen. Wir machen es ja nicht fürs Geld oder sowas, da will ich mir einen anderen Job suchen, in den ich genauso viel investieren kann. Sondern man macht es ja eben für die Wertschätzung, für seine Arbeit. Und ich denke, wenn wir die nicht uns gegenseitig geben können, dann kriegt da nicht so richtig raus. Und ich habe mir extra vorhin ein schönes Beispiel ausgesucht, damit man ein bisschen nachvollziehen kann, wie sich das für mich manchmal anfühlt bei uns. Wenn man die Straße lang geht und dann kommt eine Gruppe entgegen, eine Gruppe Leute, völlig egal, wer das ist. Und wenn ich als junge Frau entgegenkomme, erwarten die von mir, dass ich auf die Seite gehe. Und wenn ihnen ein erwachsener Mann entgegenkommt, gehen die auf die Seite. Und da stellt sich niemand hin und sagt, boah, ja, wir wollen jetzt nur der kleinen Jungen nicht auf die Seite gehen. Aber man kriegt genau dieses Gefühl, weil es einfach so verankert in der Gesellschaft ist. Und ich denke, dass es sich auch in den Vorstand überträgt. Also wenn ich jetzt was sage, dann wird nicht so drauf eingegangen, wie wenn jemand von meinen männlichen Mitvorstandsleuten was sagt. Und das ist vielleicht sehr objektiv aufgefasst. Und wenn ich die entsprechenden Leute jetzt fragen würde, würden sie sagen, nee, das machen wir doch gar nicht. Und das machen die wahrscheinlich auch überhaupt nicht mit böser Absicht. Aber es kommt trotzdem so rüber. Und ich finde, man ist immer dafür verantwortlich, für das, wie man es rüberbringt. Weil bei jedem kommt es anders an. Aber man ist dann selber dafür verantwortlich, wie man es quasi vermittelt hat. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich da jetzt vielleicht überreagiere oder mich ein bisschen mehr den Kopf tätscheln haben will, sondern das ist ja genau das, wofür wir Ehrenamt machen, für diese Wertschätzung und dieses Gefühl, was wir rauskriegen. Und wenn wir das nicht rauskriegen, rentiert sich ja so ein Ehrenamt doch nicht mehr, weil wofür mache ich es dann? Und ich denke auch, es ist so ein Ding, wenn ich das jetzt anspreche oder sowas und ich spreche an, dass ich das Gefühl habe, nicht ernst genommen zu werden.
Und es nimmt dann niemand ernst, nach meinem Gefühl, bin ich an so einem Teufelskreis. Also wie komme ich da raus, dass ich irgendwann das Gefühl habe... Schreiben Sie mal eine Mail und ich besuche Sie mal. Das ist auch so. Ich weiß, dass Mails lesen bei uns wirklich kein Problem ist im Verein, Gott sei Dank. Nur das Antworten ist immer ein kleines... Nein, aber war jetzt ernst, schreiben Sie mir eine Mail an meine Adresse, dann kann ich Sie konkret antworten und ich komme gerne mal in Ihren Verein und dann schauen wir uns an, wer auf die Seite geht. Sehr gerne, aber... Genau, was ich eigentlich dann abschließend sagen wollte, das ist eben einfach so ein Teufelskreis. Dass man fühlt sich vielleicht nicht genug ernst genommen, man fühlt sich nicht genug wertgeschätzt, dann will man es nicht ansprechen, dann hat man das Gefühl, es kommt nicht richtig an. Und ja, es ist einfach so ein Kommunikationsding. Und wie gesagt, ich glaube, wenn es subjektiv bei jemandem so ankommt, ist nicht nur der verantwortlich, bei dem es ankommt, sondern auch der, der es so vermittelt hat, weil wir eben dafür verantwortlich sind, was wir sagen, wie es bei anderen ankommt und nicht nur, wie es die anderen Leute aufnehmen. Genau. Aber perfekt, dann haben wir da jetzt vielleicht schon ein kleines Coaching vereinbart und Frau Gottschein, Sie können dann da mal unterstützen und vielleicht auch vermitteln zwischen Jung und Alt in Ihrer Position. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen das Thema auch Mentalität angesprochen. Frau Bergmüller hat es gerade so ein bisschen gesagt, dass es einfach sehr fest verankert ist und sie das auch gar nicht den älteren Vorständen vielleicht übel nimmt. Und Frau Gottschein, Sie haben es auch gesagt, eben schon das Stichwort, ja, Mentalität oder wie Sachen eben verankert sind. Also wie sehen Sie das, Frau Gottschein? Muss es da eine ganz neue Mentalität geben? Und wenn ja, wie sollte die aussehen in den Vereinen? Und vielleicht dann daran anschließend auch noch die Frage, was können Sie denn vielleicht auch tun als Ehrenamtsbeauftragte, um da aktiv zu werden? Also ich denke, es ist oft wie in ganz vielen Beziehungen ein Kommunikationsproblem. Und wo man wirklich, ich meine, ich sehe ja auch mal wieder, wenn jetzt doch mehr Treffen erlaubt sind, Verantwortliche im BLSV und so weiter. Und ja, ich denke, man muss einfach vielleicht da wirklich das nochmal deutlicher auch kommunizieren, weil ich denke, da ist auch vieles nicht bewusst, so wie Sie sagen, das läuft ja manches nonverbal. Und ich glaube, ja, die Politik kann da zumindest dafür sorgen, dass man sich dieses Problems auch der Kommunikation zwischen den Generationen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen das Gefühl, es läuft auf das hinaus, dass doch wir gestandene Vereine, gestandene jetzt auch in Anführungszeichen haben, mit verkrustet ist jetzt wieder vielleicht zu negativ, festgefahrenen Strukturen, was ja auch manchmal Vorteile hat, dass Strukturen da sind, aber sie sollten halt nicht für immer und ewig sein und Strukturen soll halt auch nicht heißen, dass es Einbahnstraßen sind oder dass immer die gleichen Gleise befahren werden müssen und dass man vielleicht wirklich, ja, ich werde das mal auch bei mir in meinem Team besprechen, was man in dieser Richtung vielleicht auch mal anregen kann oder bewegen kann, weil momentan geht es eher darum, wie wirbt man Mitglieder und wie macht man die finanzielle Unterstützung. Aber von dem her danke ich jetzt schon für diese Diskussion. Ich stelle fest, dass eben vielleicht doch gerade in Vereinen, die sehr zweckgebunden sind, wie ein Sportverein, dann doch die Struktur manchmal vielleicht zu wenig aufeinander zugeht. Und da kann man als Politik, ich weiß, ich rede mir jetzt ein bisschen rum, weil ich keinen konkreten Lösungsansatz habe, außer das Problem nochmal auch aufzunehmen und zu überlegen, weil ich es eigentlich schade finde, weil ich glaube, Sie in Ihrem Verein meinen das gut und engagieren sich und sind motiviert. Und ich denke aber auch, die Vorstände, die jetzt vielleicht auf eine Mail nicht antworten, sind normalerweise im Goodwill zu sehen und wissen vielleicht manchmal gar nicht, was schiefläuft. Und da muss man vielleicht als Politik einfach noch mehr, ja, muss man aufpassen, weil manchmal ist das ja nicht so willkommen. Aber im Prinzip geht es ein bisschen um Coaching, auch um Coaching. Wie gehe ich auf junge Leute zu? Man spricht halt verschiedene Sprachen, denke ich, in verschiedenen Generationen. Ein bisschen stärker mal, ein bisschen weniger stark und dann muss man vielleicht zu einer gemeinsamen Sprache kommen. Wie sehen Sie das, Herr Bär? Also sehen Sie das auch als Thema oder als möglichen Lösungsansatz, ja, so auch an der Mentalität was zu verändern, vielleicht es zu schaffen, einfach, ja, auch was wir vorhin schon hatten, auch mehr so eine Offenheit für neue Ideen und Innovationen von jungen Menschen zu haben und da natürlich auch die Frage, wie könnte sowas dann klappen, so eine Veränderung? Ja. Also, Dankeschön. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass es bei mir subjektiv die Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe, davon ein wenig abweichen.
Allerdings kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also ich möchte jetzt nicht beginnen mit irgendwelchen Stereotypen gegenüber den älteren Generationen, aber die Erfahrung hat meiner Meinung nach auch außerhalb des Vereins durchaus häufiger gezeigt, dass eine gewisse Abneigung dagegen besteht, bestehende Strukturen, die sich bereits bewährt haben, zu challengen, die zu ändern. Und ich glaube, das ist eine total natürliche Entwicklung. Wie sagt man so schön, never change a winning team. Das hat in gewisser Weise seine Richtigkeit, aber irgendwann kommt das Team halt irgendwie in Rente und die Strukturen sind auch nicht mehr die neuesten. Und dann muss man sich mal überlegen, okay, wie können wir vielleicht unseren Verein, unsere Jugendarbeit zukunftsträchtig ausrichten? Und letztendlich, ja, muss das über den Dialog funktionieren, weil wie Frau Gottstein schon angesprochen hat, sicherlich sind die Vorstände in den Vereinen auch stets dem Verein als Ganzes sehr, sehr positiv gegenüber abgeneigt, stehen aber gleichzeitig in dem inneren Konflikt, dass sie vielleicht nicht die Energie haben oder vielleicht auch nicht den Gewinn darin sehen, dass man bestehende Strukturen ändert oder anpasst oder dass man vielleicht den Fokus anders legt, zum Beispiel stärker auf die Jugendarbeit legt. Dementsprechend glaube ich, dass es schon wirklich auch darum geht, da so ein bisschen die Art und Weise zu denken, zu ändern gilt, dass man sich auch als Vorstand mal traut zu sagen, okay, was soll's, wir probieren das jetzt einfach mal aus, weil letztendlich, wenn es schief geht, habe ich noch nie mitbekommen oder noch nie selbst erlebt, dass irgendjemand im Verein dann Vorwürfe erhebt, weil das, was letztendlich alle verbindet, jeden Einzelnen im Verein, dass alle Menschen es in ihrer Freizeit machen, dass es alle Menschen gerne machen und dass es letztendlich alle Menschen machen, um was Gutes zu tun, um den Verein voranzubringen und um ihren Mitmenschen zu helfen. Und dementsprechend, glaube ich, ist es die perfekte Umgebung innerhalb der Gesellschaft, um solche Ausflüge, sage ich mal, in die Leichtigkeit, sage ich mal, neue Entscheidungen zu treffen, zu machen. Ein sehr schöner Appell. Ich glaube, das vergisst man manchmal, wenn man sich in extremen Vereinsstreitereien und Kleinigkeiten verstrickt. Das kennen ja vielleicht viele, die im Verein engagiert sind. Ich kann mich da auch an so ein, zwei Beispiele erinnern, wo man denkt, oh Gott, hier geht es um Leben und Tod und eigentlich geht es nur irgendwie um ein kleines Detail bei der nächsten Sitzung. Ich habe da auch mal nachgelesen bei der Deutschen Sportjugend, die sich auch ja dieses Thema junges Engagement stärken und fördern, auch ganz groß auf die Fahne schreiben und das auch als eine ihrer zentralen Aufgaben sehen und eben auch das, was ich eingangs schon gesagt habe, versuchen umzusetzen, also nicht für, sondern wirklich mit jungen Menschen auch das ganze Thema zu gestalten. Und auch dort haben sie schon früh erkannt, dass eben diese Mitgestaltung und Mitbestimmung, diese Partizipation und eben auch, was wir heute auch schon hatten, diese Selbstorganisation und Freiwilligkeit, das eben auch alles sehr, sehr wichtige Punkte sind. Frau Greil, würden Sie sagen, das sind auch Punkte, die der KJR genauso unterschreiben würde? Also sehen Sie das auch so, diese Punkte? Das kann ich 1:1 unterschreiben. Also unsere Jugendverbände sind ja Orte der demokratischen Selbstorganisation junger Menschen, wo sie selber Verantwortung übernehmen, eigenständig arbeiten, die Themen setzen, das Budget verwalten und sich einfach mal ausprobieren. Und ich kann jetzt auch aus meiner Erfahrung sagen, das klappt wunderbar. Also auch jetzt in Richtung von Sportvereinen einfach mal trauen, kann es total gut nachvollziehen, was der Herr Bär gesagt hat, wenn die Strukturen halt mal so gewachsen sind und sich so eingefahren oder eingespielt haben, dann ist es natürlich einfach schwieriger, da nochmal anzustoßen und zu sagen, jetzt machen wir es doch mal anders, aber es lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Eine Kollegin von mir sagt immer so den sehr schönen Satz, Vertrauen ist die stillste Form des Mutes. Und insofern würde ich mir wünschen, dass da auch einfach ein bisschen mehr Mut in die junge Generation da ist, ihnen einfach Verantwortung zu geben. Herr Bär, direkt dazu, sehr schöner Satz auf jeden Fall. Ich möchte direkt auch noch ein Sprichwort in den Raum schmeißen, weil mir das erst neulich das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Und ich finde, dass es im Rahmen der Selbstbestimmung junger Menschen in Vereinen auch unglaublich interessant und unglaublich wichtig ist. Und zwar ist es der Spruch, Ratschläge sind auch Schläge. Und ich muss sagen, das ist sehr, sehr zutreffend, weil man einfach in gewissen Situationen der Jugend den freien Lauf lassen muss, auch mal Fehler zu machen. Man lernt es immer noch am besten als kleines Kind, wenn es einen einmal richtig auf die Nase semmelt, dann passiert es danach nicht nochmal. Wenn man aber jedes Mal aufgefangen wird, bevor irgendwas passiert, dann scheint es vielleicht in erster Linie total sinnvoll,
aber irgendwann ist das Kind dann 9, 10, 11 und muss immer noch jedes Mal aufgefangen werden. Und ich glaube, dass da so ein bisschen die Risikobereitschaft fehlt. Ich glaube, es ist generell in der Gesellschaft so, dass der Anspruch immer ist, dass alles perfekt laufen muss, aber letztendlich sind wir alle nur Menschen und machen Fehler. Und ich glaube, gerade im Verein sollte man dazu in der Lage sein, sich gegenseitig Fehler zu verzeihen, auch den Raum zu lassen für Fehler, damit dann letztendlich die Jugend auch aus diesen Fehlern lernen kann. Ja, auch ein sehr schöner und wichtiger Punkt da nochmal an der Stelle. Frau Greil, um nochmal zu Ihnen zurückzukommen, mit Blick auf die Verbände vielleicht nochmal. Also was können denn Verbände wie jetzt die MSJ oder auch der KJR eben tun, um da die Vereine, die jungen Menschen noch mehr zu unterstützen? Oder was tun Sie da schon aktuell? Wir haben ja bei uns ein Team Jugendverbandsarbeit, also hauptberuflich angestellte Mitarbeitende, die einfach die Jugendverbände beraten. Also sowohl, wenn es hauptberufliche Strukturen gibt, aber auch einfach die Ehrenamtlichen da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch nicht ungefragt Ratschläge geben, sondern nur, wenn man sich wirklich meldet. Und wir verwalten ja auch das Budget, das für die Jugendarbeit zur Verfügung gestellt wird. Also ich finde das tatsächlich sehr wichtig, dass das hat auch mit Wertschätzung zu tun, dass das Ganze auch mit finanziellen Ressourcen unterlegt ist. Sonst kann man ja auch nichts machen. Und wenn ich jetzt Sie frage, mit Blick sozusagen auf Frau Gottstein, auf die Politik, was Sie auch als Verband vielleicht da nochmal zusätzlich natürlich zu dem, was Sie tun können, wo Sie unterstützen können, auch ja vielleicht sich von der Politik in dem Bereich noch wünschen oder fordern? Ich habe tatsächlich den Eindruck, ich kann jetzt immer nur für München sprechen, weil ich die Landesebene natürlich nicht bespiele, aber ich habe schon den Eindruck, dass da viel guter Wille da ist und dass es tatsächlich eher an der Umsetzung hakt. Also auch mit Blick auf die Verwaltung, dass es da sehr bürokratische Strukturen gibt, die es einfach gerade ehrenamtlich Engagierten sehr erschweren, da zum Beispiel mal ein Budget zu beantragen oder eine Veranstaltung anzumelden. Das ist ganz schön aufwendig zum Teil. Also da müsste man auf jeden Fall nachsteuern. Okay, also Bürokratie quasi ein wichtiger Punkt. Vorhin ist auch schon mal kurz angeklungen, das Thema Geld. Klar, mehr finanzielle Unterstützung ist natürlich immer super für Vereine, für Jugendarbeit und da auch tolle Projekte umsetzen zu können. Herr Bär, was fällt Ihnen vielleicht noch ein an Forderungen? Jetzt haben Sie die Chance hier, sich direkt sozusagen an die Politik, an eine Vertreterin zu wenden. Was würden Sie sich wünschen für Ihre Arbeit, für Ihren Verein von der Politik? Also ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Gelegenheit. Ich würde auch normalerweise sehr gerne einen ganzen Katalog an Dingen darlegen, die ich gerne geändert hätte. Ich muss aber an der Stelle erstmal vorausschicken, dass ich glaube, dass wir grundsätzlich gerade von struktureller Seite jetzt eben, was den KJR angeht, als auch von politischer Seite, als auch von finanzieller Seite, was die Jugendarbeit angeht, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also ich ganz subjektiv, wirklich nur auf mich bezogen, habe das Gefühl, dass von jeglicher Seite alles getan wird, um mich in meinem Amt als Jugendwart und vor allem die Jugendarbeit an sich so gut wie es geht zu unterstützen. Deswegen muss ich ehrlich gesagt fast passen, kann eigentlich nur so ein weiter so mitgeben. Wie gesagt, es gibt einige Themen, die angesprochen werden, ein paar Sachen, die man mal ausprobieren kann, so ein paar Kleinigkeiten, die ich vorhin angesprochen hatte. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es so, dass die Strukturen gut sind, dass die finanzielle Unterstützung gut ist. Vielleicht gerade noch so ein bisschen das Thema Medienwirksamkeit wäre was glaube ich, noch wichtig ist, sowohl um Ehrenamtliche für die Vereine zu gewinnen, aber auch um die Jugend in Vereinen zu stärken. Aber ansonsten bin ich sehr glücklich eigentlich. Das klingt doch auch, wir sind ja schon relativ am Ende nach so einer Runde auch sehr, sehr positiv und optimistisch, auch sehr schön. Frau Bergmüller, an Sie vielleicht auch noch die Frage, also was wäre bei Ihnen vielleicht noch so ein Wunsch, entweder mit Blick auf die Politik, was Sie sich wünschen, oder vielleicht auch Richtung Verband, also jetzt von jetzt zum Beispiel Münchner Sportjugend, ob es da was gibt, was Sie sich wünschen würden, wo Sie sagen, das würde noch fehlen in dem Angebot oder da würden Sie sich vielleicht von Seiten des Sportverbandes noch Unterstützung wünschen. Boah, kann ich leider auch ganz schlecht was dazu sagen, weil wir soweit einfach noch überhaupt nicht sind. Wir haben uns ja im eigenen Verein noch nicht mal wirklich etabliert als Jugend.
Da kann ich jetzt nicht daherkommen und sagen, ich wünsche mir von der Politik das und das. Zumal ich eh das Gefühl habe, dass die Finanzen bei uns zum Beispiel im Verein immer super verwaltet sind und wir da auch wirklich gut freie Hand haben. Und dass auch die MSJ jetzt eigentlich so mehr im Kommen ist und man die jetzt so ein bisschen mitkriegt und da auch wirklich viel tut mit allen Projekten und Themenmonaten und sowas. Also kann ich da leider auch gar nichts dazu sagen. Aber vielleicht schließe ich mich dem Herrn Bär einfach an, wenn der zufrieden ist, denke ich, würde es schon passen. Ja, das ist doch auch schön zu hören, sowohl für die Münchner Sportjugend als auch für Frau Gottstein bestimmt. Aber trotzdem ist ja schön, einige kleine Ideen und Details dann mitzunehmen quasi. Bevor wir jetzt dann leider schon langsam zum Ende kommen, auch wenn ich sagen muss, dass ich die Runde sehr wertvoll finde und sehr viele Inspirationen auch selber mitnehme, machen wir vielleicht ja zum Abschluss noch mal eine kleine Runde, zum einen vielleicht einen Blick in die Zukunft, aber vielleicht auch ein paar letzte Wünsche, die noch da sind. Also wenn wir einfach eine kurze Abschlussrunde machen, wie Sie jetzt mit diesem Thema rausgehen, aber auch vielleicht als kleine Prognose, was Sie denken mit einem Blick in die Zukunft, wie es weitergeht in den nächsten Jahren mit der Jugendbeteiligung und eben auch irgendeinen Wunsch in diese Richtung, was Sie sich da zum Abschluss wünschen. Wer möchte denn anfangen? Herr Bär, Sie dürfen. Dankeschön. Ich mache gerne den Anfang. Ich persönlich muss auch sagen, dass ich diese Diskussion sehr genossen habe und dass ich das Gefühl habe, dass viele neue Aspekte ans Licht gebracht wurden, die sonst vielleicht gerade in dieser ja, sehr durchwachsenen Runde vielleicht nicht so aufgekommen wären. Also das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Was die Zukunft angeht, glaube ich, dass wir vor sehr, sehr großen Herausforderungen stehen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es gerade in unserer Gesellschaft einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, zum Beispiel welche Karriere man macht, welche Universität man besucht hat, wie der Abischnitt ist, wie der Job ist und dabei soziale Themen wie ich engagiere mich im Schwimmverein, ich engagiere mich in der Politik so sehr, sehr stark an Stellenwert verlieren. Dementsprechend glaube ich, dass wir uns da wirklich reinhängen müssen, dass wir langfristig Menschen in die Vereine reinbekommen, ins Ehrenamt bekommen. Ich sehe da ein sehr, sehr großes Risiko. Und natürlich ist es so, dass langfristig die junge Generation die Aufgaben der älteren Generation in Vereinen übernehmen muss. Und ich glaube, dass da diese Partizipation, diese Einbindung junger Menschen in die Vereine unfassbar wichtig ist. Weil nur wenn man die Menschen früh an den Verein bindet, früh an das Ehrenamt bindet, früh an das Engagement bindet, hat man auch die Chance, dass die vielleicht langfristig beim Verein bleiben, auch wenn möglicherweise der neue Job ansteht oder die tolle Karrieremöglichkeit sagen, okay, ich setze mich abends trotzdem noch hin, ich hänge mich trotzdem noch rein für meinen Verein, auch wenn, wie gesagt, in der Gesellschaft vielleicht die Gewichte oder die Gewichtung sich so ein bisschen verändert hat. Und für mich ist der wichtigste Faktor auf diesem Weg dorthin, dass man sich wirklich gegenseitig wertschätzt. Also, dass man das Wichtigste, das Zentralste im Ehrenamt auch weiter aufrechterhält und dass man gerade jungen Menschen so ein bisschen in jeglicher Hinsicht, so wie es jetzt bei mir subjektiv sehr gut funktioniert hat, den Weg hinein in dieses Amt ebnet, dass sie im Prinzip überhaupt nicht mitkriegen, dass sie jetzt langsam Schritt für Schritt Verantwortung übertragen bekommen, Schritt für Schritt in diese Position hineinwachsen. Das wäre für mich so der zentrale Faktor. Ja, danke schön für diese Abschlussworte. Frau Bergmüller, möchten Sie direkt weitermachen? Ja, dann hänge ich mich da mal direkt dran. Also ich fand es auch sehr schön, hier so mal zu reden und mal ein bisschen über meinen kleinen Horizont, was die Jugendarbeit angeht, hinauszuschauen und zu sehen, dass es anderswo auch funktioniert. Warum soll es also bei uns nicht auch funktionieren? Und was es darüber hinaus auch noch gibt, also was ich mit der Jugendarbeit noch machen kann, außer jetzt so ein bisschen präsenter im Verein zu werden. Was mich sehr motiviert in die Zukunft blicken lässt, ehrlich gesagt, wenn man sieht, wie viele Möglichkeiten man eigentlich noch hat und was man alles tun kann. Und ich gehe wahrscheinlich heute Abend raus und bin sehr glücklich über diese nette Diskussion und gehe mit meinem Tatendrang an die nächste Aufgabe hin und habe schon während dem Gespräch schon überlegt, was wir jetzt als nächstes planen und was als nächstes verbessert werden muss, um eben auch unsere Jugendarbeit voranzubringen. Und genau, auf jeden Fall, es war sehr motivierend. Und nicht die E-Mail an die Frau Gottstein vergessen mit der Einladung. Richtig. Ja. Frau Grein, möchten Sie weitermachen?
Das freut mich jetzt total, dass wir da so positiv rausgehen können. Genau, ich wünsche mir einfach mehr solche Formate, auch wie von der Münchner Sportjugend, also dass junge Menschen selber die Themen setzen, die ihnen wichtig sind und auch kommunizieren, dass wir hier in den Austausch kommen und natürlich für die Zeit nach Corona, dass es weiterhin genügend Förderung für die Jugendarbeit gibt, damit wir auch gut weiterarbeiten können und dass wir langfristig auch eine krisenfeste Jugendbeteiligung gestalten können, damit sowas wie jetzt nicht mehr passiert, dass eben während der Pandemie junge Menschen sehr wenig wahrgenommen werden und mit ihren Interessen nicht gehört werden, dass wir einfach da das Wissen auch mitnehmen, daraus lernen und unsere Beteiligungsmöglichkeiten ausbauen und verbessern. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Dankeschön, Frau Kreil. Und dann haben Sie als Letzte aus der Runde das Wort, Frau Gottstein. Also einmal werde ich mitnehmen aus dieser Diskussion, dass ich bei zukünftigen Grußworten oder Reden bei dem Part, wo es darum geht, dass eben natürlich Ehrenamt im Umbruch ist und was man da eventuell tun kann, wo es eben darum geht, andere Rahmenbedingungen oder zeitgemäße Rahmenbedingungen zu schaffen, ich aufnehmen werde, dass man die Jugend mehr wertschätzen muss, dass also vielleicht es ist vielleicht auch eine Jugend, die gewöhnt ist, auch in der Schule wird man ja inzwischen gelobt, was früher vielleicht nicht so der Fall war und so, dass man also einfach hier anders ein bisschen miteinander umgeht. Das ist das eine, dass ich also hier einen weiteren Punkt habe. Ansonsten bin ich eigentlich optimistisch und denke, jede Jugend hat sich durchgebissen und natürlich sollte das Durchbeißen nicht zu schwer sein. Ich wünsche mir manchmal mehr Mut. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, ach, es ist alles schlechter geworden. Man hat auch gesagt, die sind so egoistisch, die kriegen keine Kinder mehr. Also das stimmt jetzt eben zum Beispiel nicht. Wir haben Familienfreundlichkeit oder Kinderfreundlichkeit bei der jungen Generation. Das sieht man, wenn man durch die Straßen und durch die Parks geht. Also ich bin optimistisch und hoffe einfach, dass die jungen Leute nicht aufgeben. Also einfach wirklich dann halt auch sagen, Leute, uns gibt es also die Ansprüche vielleicht manchmal etwas deutlicher formulieren. Auf der anderen Seite bitte ich manchmal um etwas mehr Verständnis eben. Das war vorher der Spruch mit den Ratschlägen sind auch Schläge, den hatte ich auch schon mal gehört und der stimmt. Ja, es ist auch oft nicht Bosheit. Ich sehe es jetzt halt bei mir. Ich muss dann manchmal schon aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle, weil ich eben älter bin. Du bist halt einfach, ich bin jetzt über 70, da hast du einfach wahnsinnig viele und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, ganz viele Lebenserfahrungen und viel schon erlebt. Und du möchtest das halt manchmal weitergeben, ohne an sich zu lehrerhaft zu wirken. Und manchmal kommt es halt dann falsch rüber. Also ich denke, da sollte man vielleicht gegenseitig etwas mehr Verständnis haben. Also eine große Generationenfrage, die wir heute hier auch mit diskutiert haben. Sehr, sehr schön. Vielen Dank Ihnen vier für diese tolle Abschlussrunde. Und danke einfach an Sie vier für die Zeit heute Abend. Und ich finde es auch eben total schön. Deswegen nochmal besonders Dankeschön an Herr Bär und Frau Bergmüller auch eben, weil, wie ich zu eingangs gesagt habe, es geht ja wirklich nicht darum, für die jungen Menschen das zu gestalten, sondern mit den jungen Menschen. Und deswegen war es auch sehr, sehr wertvoll, da diese ganz, auch persönlichen Einblicke zu bekommen. Aber natürlich auch vielen Dank, Frau Gottstein, für die Seite sozusagen der Politik und auch für Sie als Ehrenamtsbeauftragte und für Sie, Frau Kreil, dann eben auch von Seiten des Verbandes auch ein sehr wertvoller Einblick auf jeden Fall. Großes Dankeschön natürlich auch an Sie, liebes Publikum, fürs Zuschauen. Egal, ob via Facebook dann oder im Anschluss an YouTube, auf jeden Fall auch schön, dass Sie dabei waren und sich für dieses Thema interessiert haben. Und ich und natürlich auch die ganze Münchner Sportjugend hoffen natürlich, dass Sie ähnlich wie wir jetzt hier in der Runde auch ganz viel Inspiration und Ideen auch mitnehmen konnten dann für Ihre Vereinsarbeit. Wenn Sie noch mehr zu diesem Thema wissen möchten, im Magazin zum Monatsthema Jung engagiert und selbstbestimmt gibt es auch ganz viele spannende Interviews und Infos zu diesem Thema. Und auch den Podcast kann ich sehr empfehlen für alle, die ihn noch nicht gehört haben. Den gibt es genau wie alles andere auf der Seite der MSJ und natürlich auch über den YouTube-Account dann anzuhören und anzuschauen. Und dieses Video, wie ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, für alle, die es nochmal nachgucken wollen oder es jetzt an ganz viele Freunde und Bekannte weiterempfehlen möchten, ist dann auch im Anschluss über den YouTube-Kanal anzugucken. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für alle fürs Dabeisein. Schön, dass Sie da waren und vielen Dank für Ihre Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.